Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21 mit einer neuen Mission. Wir werden abheben, der Flughafen ist freigeschalten und wir haben auch in der letzten Folge schon mal eine schöne neue Route erstellt, und zwar Route 9 vom Flughafen über Kerstadt. Da fahren wir aber nur hindurch Richtung Westfield, da halten wir sogar hier und hier hinten und dann nochmal über Meierheim am Zug vorbei Richtung Old Town. Dort wird umgedreht und die gesamte Strecke nochmal zurückgefahren. Das ist der Plan und diese Strecke werden wir sicherlich demnächst auch fahren. Wird lange dauern, denn wenn wir hier mal nachgucken, wir fahren da insgesamt 56 Minuten. Also schon eine ganze Weile. Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen werden, ist uns ein bisschen um die Mission kümmern. Wir haben den Flughafen freigeschalten und blöderweise ist das eine Haltestelle mit einer Hauptverkehrszeit zu Mittag. Und ihr wisst ja ganz genau, wie wir Routen planen hier. Und zwar muss da natürlich die Hauptverkehrszeit immer zusammenpassen. Man sieht es hier ganz schön. 18 Haltestellen haben wir und all die haben die Hauptverkehrszeit hier bei dem Sonnensymbol zum Mittag, und die Nachfrage muss auch zusammenpassen. Das ist bei allen Linien, die wir erstellen, so, bei allen 10, die wir hier erstellt haben und bei allen 30, die wir erstellt haben in der Amerika-Karte. Und das heißt, wir sind hier ein bisschen limitiert mit dem Airport, mit welchen Strecken wir den verbinden, mit welchen Haltestellen. Wir müssen aber insgesamt laut Mission 3 Routen vom Hauptbahnhof, vom Zoop und vom Flughafen wegführen. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie ist das gemeint? Verbindet Zoop, Flughafen und Hauptbahnhof mit mindestens 3 Routen? Heißt das jetzt, wir müssen 3 Routen erstellen, wo jeweils der Zoop, der Flughafen und der Hauptbahnhof darin vorkommt, dass also 3 Routen es hier geben muss, wo wir immer die 3 Haltestellen auf jeden Fall anfahren und noch andere? Oder heißt das einfach nur, vom Zoop, vom Flughafen und vom Hauptbahnhof müssen insgesamt 3 Routen wegführen? Was ich schon eher glaube, wenn ich ehrlich bin. Dann hätten wir den Zoop nämlich schon mal erledigt, wenn wir mal da oben nachgucken, die verfügbaren Routen oder verbundenen Routen, wenn wir uns die anzeigen lassen, das sind mittlerweile hier oben schon 5. Beim Hauptbahnhof fehlt uns noch eine. Da brauchen wir noch eine Route, die wir erstellen müssen. Da haben wir nur 2 und 4, die da gerade rumfahren. Schauen wir mal, welche könnte man denn da anschließen? Ich würde sagen, wir stellen da einfach jetzt mal, wenn wir schon mal dabei sind, wir werden einfach mal ganz kurz diese Haltestelle hier mitnehmen, den Hauptbahnhof, auch wenn wir sie überhaupt nicht brauchen, und nachher dann wieder weglöschen. Dann haben wir nämlich das schon mal erledigt. Dann werden wir die Haltestelle hier nachher gleich mal wieder weglöschen. Und dann haben wir die normale Linie hier hinten wieder. Und dann erstellen wir mal 2 Dummy-Linien vom Airport Richtung Kerststadt und hoffen, dass die Mission damit dann erledigt wäre. Mal gucken. Das heißt, einmal hierhin, 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 hierhin. Das Ganze erstellen. Und nochmal hierhin, 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 hierhin. Und das Ganze erstellen. Hm. 9, 11, 12. Sollen wir vielleicht doch trotzdem noch was von da drüben erstellen? Ich weiß gar nicht. Wenn wir den Hauptbahnhof wieder wegtun und vielleicht vom Hauptbahnhof noch eine Route erstellen. Passt trotzdem nicht. Hm. Na gut, dann löschen wir die Routen wieder. Und ich glaube, da müssen wir das ein bisschen anders planen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, probieren wir es halt mal, den Flughafen, den Hauptbahnhof, den Zoop und die Römerstraße geht nicht, aber vielleicht die Rosenstraße geht auch nicht, aber vielleicht die Frühfield-Siedlung geht auch nicht. Das gibt's ja nicht. Dann vielleicht die Siegesstraße, die funktioniert, miteinander verbinden. Dann erstellen wir eine weitere Route vom Airport über den Hauptbahnhof, über den Zoop Richtung Handelszentrum. Generating no demand. Hoppla. Na, dann fahren wir halt hier auch noch hin zur Gasse. Mhm. Und noch eine zweite Route. Eine dritte Route. Ach, kann gar keine. Kann gar keine Haltestellen mehr hier anfahren. Na, super toll. Lustig. Scheiße. Müssen wir hier ein Upgrade erstmal durchführen? Kacke. Kacke, 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 kacke. Jetzt haben wir 2 Linien, die wir überhaupt nicht brauchen. Und brauchen wir eine dritte, die wir nicht erstellen können, wenn wir da erst ein Upgrade brauchen. Shit. Okay. Okay, okay, okay. Also. Ich glaube, da müssen wir das anders machen. Huch. Route 11, Route 12 sind nur Dummy-Linien. Weißt du was? Die werden wir gleich mal ändern.
den Namen Dummy 1. Und die ID nennen wir auf D1. So, das ist Linie Dummy 1 und das ist Linie Dummy 2. Sind beides Linien, die wir nicht brauchen. Nur, die deswegen da sind, damit wir die Mission hier gebacken bekommen. Wir haben den Zub drin, wir haben den Flughafen drin, wir haben den Hauptbahnhof drin und jeweils eine Haltestelle, weil man 4 braucht, um eine Linie zu erstellen. Wir brauchen noch eine dritte Linie, die wir jetzt aber noch nicht erstellen können, weil wir den Flughafen erstmal upgraden müssen auf Stufe 3. Wir sind jetzt hier auf Stufe 2, müssen auf Stufe 3 hinauf und das heißt wiederum, wir müssen auf jeden Fall hier erstmal hinfahren. Und das heißt wiederum, wir müssen die Linie 9 erstmal rumfahren. Und ich würde sagen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge, weil das Ganze ziemlich lange dauert und ich nach dieser Folge gerne eine Aufnahmesession Pause machen würde. Deswegen würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt mal um diese Mission. Mindestens 20% deiner Busse sind Elektrobusse. Gucken mal, dass wir die Elektrobusse hier in unseren Fuhrpark reinbringen und werden in der nächsten Folge dann den Flughafen zweimal anfahren. Da werden wir uns dann vielleicht sogar wieder einen Gelenksbus nehmen. Ja, ich glaube, für den Flughafen braucht man einen Gelenksbus, oder? Da kommen wir gar nicht drum rum. Wir können da natürlich schon Linienbusse einfügen für die Linie hier auf jeden Fall. Wir können ja einen Gelenksbus nehmen und dann vielleicht einen Zweierbus und einen Dreierbus. Was haben wir denn da überhaupt für eine Nachfrage? Genau. Wenn wir einen Gelenksbus nehmen, dann haben wir 4 von 9. Dann noch einen Zweierbus, dann haben wir 6 von 9 und einen Dreierbus, dann haben wir 9 von 9. Das wird sich genau ausgehen. Einen Viererbus, einen Dreierbus, einen Zweierbus. Genau so passt das. Wir fahren dann mit dem Viererbus natürlich, damit wir hier quasi irgendwo dann da reinstarten. Und dann setzen wir uns in den Bus hinein, fahren bis zum Flughafen, haben zumindest schon mal das Ganze auf 90% nach oben von den Upgrade bis hier circa. Und wenn wir dann zurück nochmal kommen, dann halten wir natürlich nochmal hier und nehmen uns den Rest auch noch mit. Und dann sind wir auf Stufe 3 beim Flughafen, können dann eine neue Route erstellen und haben das Ganze dann gebacken bekommen, diese Mission. Trifft sich eigentlich ganz gut. Wir wollten die Route ja so oder so fahren und jetzt machen wir das auch gleich mal in der nächsten Folge dann. Die Linie 9 von hier unten vom Flughafen über Kerstadt, über die Serpentine nach Westfield nach unten und dann Richtung Old Town. Dort wird umgedreht. Wir fahren das Ganze wieder zurück, nochmal zum Flughafen. Also einmal, bevor wir losfahren, ein zweites Mal, wenn wir hier hinten ankommen, dann kommt das Upgrade, dann kommt die neue Linie und dann haben wir auch schon wieder die Mission erledigt. Dann sind wir abgehoben und wir haben den Flughafen auch ans Streckennetz angeschlossen. Das Ganze, dann können wir die Dummy-Linien gleich wieder löschen und haben die Mission auch erledigt. Aber jetzt kümmern wir uns, wie gesagt, um den zweiten Teil der Mission. Und zwar 20% deiner Busse sind Elektrobusse. Da müssen wir erstmal gucken, wie viele Busse haben wir denn überhaupt derzeit im Einsatz. Wir haben gerade 31. Okay. Und wir haben bestimmt auch Elektrobusse als Gelenksbus mit einer Viererbusladung. Deswegen würde ich ganz gerne mal den Bus, den wir jetzt derzeit immer genommen haben, den Line City 18... Den hier, den wir immer genommen haben, damit wir die Haltestellen nach oben bekommen, den verkaufen wir mal. Denn wir wollen ja, haben wir ja gerade geplant, auf der Route 9 einen Gelenksbus mit einer Viererbusladung, einen Dreierbusladungsbus einsetzen und einen Solobus mit einer Zweierbusladung. Und da haben wir bestimmt auch welche dabei mit Elektro. Mit Elektro, einen Elektro-Gelenksbus oder einen Erdgas-Gelenksbus und den werden wir definitiv einsetzen. Das machen wir ganz bestimmt mal. Und wir werden mal gucken, dass wir jetzt die Kraftstoffbusse, die wir eingesetzt haben, austauschen und stattdessen Elektrobusse hineinfügen. Wir gucken mal, wir haben 30 Busse insgesamt. 20% von denen müssen Elektro sein. Das heißt, 30 mal 20% sind 6. Das heißt, 6 Busse müssen wir auf Elektro umschwenken. Also müssen insgesamt auf Elektro sein. Das ist eigentlich nicht viel, wenn ich ehrlich bin. 6 Busse, das ist wirklich nicht viel. Wir haben schon ein paar Elektrobusse, also das sollte auf jeden Fall hinbekommen. Ich gucke nochmal ganz kurz. Wir haben hier, haben wir da irgendwo Elektrobusse? Kraftstoff, Kraftstoff, Kraftstoff. Erdgas, Kraftstoff, Kraftstoff. Bluebird ist Erdgas, das ist Kraftstoff, das ist Kraftstoff, das ist Kraftstoff und das ist Elektro. Wir haben 2x einen Elektrobus und das war es dann aber auch schon. Also 4 Elektrobusse brauchen wir noch.
Sollen wir da vielleicht mal von den Alexander Dennis mal irgendjemanden wegtun? Wir haben ja ganz viele von denen. Guck mal, 9 Alexander Dennis haben wir. Da könnten wir theoretisch so einen so einen Elektrobus mal da oben einsetzen bei der Route 1, die ja da oben rumfährt. Bei Astra Park. Das ist, glaube ich, mal eine gute Idee, würde ich sagen. Wir wechseln direkt mal zu diesem Dealership hier nach oben. Zum Bushändler. Und gucken mal, welche guten Elektrobusse wir da einsetzen können mit einer Busladung von 3. Schauen wir mal. Beispielsweise den 12 Meter E-Bus, den BYD. Der hätte eine 3er Busladung. Der hätte eine 2er Busladung. Der hätte auch eine 3er Busladung. Wobei der Volvo eigentlich noch fast ein bisschen besser dort oben reinpassen würde, muss ich ehrlich zugeben. Den nehmen wir. Weißt du was, den nehmen wir? Der passt in dieses moderne Viertel hier. Guck mal, wir sind da umgeben von Hochhäusern, von moderner Architektur. Da passt der hier auf jeden Fall schon ein bisschen besser rein. Der Krankenhausbus sieht zumindest innen so aus. Als der BYD. Gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Ich bin ja ein großer Freund von Elektrobussen. Die fahren sich irrsinnig gut. So, mal gucken. Passt eh. So, dann schauen wir, dass wir da mal Heine rauskommen. Mhm. Türchen auf. Und dann haben wir es schon. Und dann schauen wir mal, wen haben wir denn da jetzt eingesetzt? Den Alexander Dennis haben wir eingesetzt auf Route 1. Der hat diese Lackierung hier. Angel Chance mit lilanen Sitzbezügen. Da gucken wir mal, ob wir was Besseres finden. Und Start Run Win als Lackierung, als Werbung. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Das war jetzt wer? Der Volvo, genau. Der Volvo. So, die Angel Chance Lackierung. Die hier. Dann brauchen wir die hier. Und die Innenausstattung wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ganz ehrlich, dieses Bläuliche passt eigentlich gut zu den äußeren Farben, muss ich zugeben. Besser als das Linierne. Finde ich, das Linierne wird halt gut zur Werbung passen, aber generell mehr zum Außen, zu diesem Bläulichen, wird die Lackierung, die Sitzbezüge, die wir derzeit drin haben, eigentlich ganz gut passen. Ich würde sagen, die lassen wir einfach mal. So, Änderung übernehmen. Und dann tauschen wir gleich mal den hier aus und setzen den hier rein. Dann haben wir schon mal einen Kraftstoffbus weniger und einen Elektrobus mehr. So. Und der da wird verkauft. So. Gucken wir mal hoch, da wollte ich gar nicht hin. Wo haben wir denn noch viele von diesem Alexander Dennis? Wir haben die anderen eigentlich relativ gut aufgeteilt. Das sind 4-mal der Lion City M. Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile, muss ich glatt mal nachgucken. Wir wollten ja auch in der Innenstadt bei O-Town einen anderen Bus damals einsetzen. Ich weiß aber nicht, ob wir den schon freigeschalten haben. Das war der da, glaube ich. Ist aber blöderweise auch ein Kraftstoffbus, sehe ich gerade. Okay, also es bringt uns eigentlich eh relativ wenig. Das bringt uns eh relativ wenig, na gut. Aber wir können ja mal gucken, welchen Elektrobus wir haben mit einer 2er-Busladung. Das sind ja wahrscheinlich eh nicht so viele. Der BYD wäre eine 3er-Busladung. Ja, da hätten wir eigentlich eh nicht viele. Da hätten wir nur den da, den Easy Taro. Und wenn wir den Easy Taro einsetzen würden, statt den da, statt irgendeinem Bus von den Line Cities, wo haben wir die denn? Auf Route 2 und auf Route 7. Wo fährt denn Route 2 überhaupt? Route 2 ist die lange Linie, oder? Route 2 ist die lange Linie. Und Route 7, das ist die da drin. Route 7 ist die, wo ich eigentlich die anderen gerade einsetzen wollte, was ich gerade nachgeguckt habe. Da hätten wir einmal den Urban Way als Erdgasbus und einmal den Lion City. Dann würde ich sagen, einmal den Lion City hauen wir hier raus. Achso, jetzt habe ich den ja auch gar nicht gekauft. Hoppla. Und nehmen dafür einmal den, wo haben wir ihn denn jetzt? Ah, hier, den Easy Taro. Da müssen wir halt nur noch mal ganz kurz gucken, und zwar beim Iveco, genau. Auf Route 7. Welche Lackierung wir da haben? Die blaue.
Ah, die Tobi-Lackierung, die Lenkrad-Lackierung haben wir da. Okay, wieder mit Start One Win und den schönen Sitzbezügen innen. Die werden wir natürlich jetzt bei dem anderen Bus hier nicht haben, weil es ist, glaube ich, dieses Urban Way-spezifische. So, schauen wir mal. Da wäre die Lackierung. Da wäre die Werbung. Und die Innenausstattung würde eigentlich auch schon wieder gut dazu passen. Also das trifft sich eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben, von den Farben her. Nehmen wir. Und dann kommt der Bus mal auf Route 7 zum Einsatz. So. Und gleichzeitig verschwindet dann der MAN aus unserem Fuhrpark. So. Dann haben wir mittlerweile 4 Elektrobusse. Okay, gucken wir mal. Sollen wir vielleicht den einen Gelenksbus, den wir eingesetzt haben, das ist der Lion City 18, den haben wir eingesetzt hier. Hier nenne ich hier. Warum haben wir den eingesetzt? Auf Route 6, glaube ich. Genau, da fährt der Lion City 18. Wenn wir den ersetzen würden und vielleicht den hier auch nochmal auf einen Elektrobus, dann hätten wir es theoretisch schon erledigt. Wenn wir da einen Elektrobus nehmen würden als Gelenksbus und hier nochmal einen Elektrobus, den E-Citaro beispielsweise, dann hätten wir es schon erledigt. Ich glaube, das machen wir. Da gucken wir mal, welchen guten Elektrobus wir hätten, der ein Gelenk dran hätte, beziehungsweise 4 Busladungen. Natürlich dieselben, die wir sonst auch hätten. Wir könnten den E-Citaro nehmen als Gelenksbus, den BYD nehmen oder den hier. Ich guck mal, welcher hat denn den kleinsten Wendekreis? Der hier eigentlich. Die sind relativ gleich. 21,5 bis... Ach nee, 19,9 hat der hier. Achso, das ist der andere. 23. Länge 18,7, 18,13, 18,25. Also das ist jetzt kein großer Unterschied. Wir sind ja natürlich dort nämlich sehr innenstädtisch unterwegs. Und da würde ich schon lieber den nehmen mit dem geringsten Wendekreis. Das war gut, um die Kurven kommen. Und da kann vielleicht schon ein Meter, die wir hier jetzt Unterschied haben, 1,50, schon was gut machen. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen den hier, den BYD Articulated, als Elektrobus, als Gelenksbus. So, Türchen zu, Sitz erstmal richten, so lala, und raus da. Aua. So, Tür auf. Okay. Da war aber schon ordentlich Geld ausgegeben. Fast schon 1 Million jetzt wieder, die da nur rausgehen wegen den Bussen. Und dann gucken wir mal hier in unsere Garage rein, welche Lackierung wir jetzt auf diesen Bussen eingesetzt haben. Das ist dann einmal der da. Ach, die hier? Aha, interessant. Okay, dann haben wir die hier. Wieso haben wir denn da die Lackierung genommen? Achso, ich glaube wegen der Altstadt und so, da haben wir gesagt, dann nehmen wir was Älteres. Ja gut, dann nehmen wir die Lackierung halt mit Spring of Affection Werbung, okay. Na gut, na gut, na gut, werde ich mir schon irgendwas gedacht haben, damals sicherlich. So, wo sind wir denn da richtig jetzt überhaupt? Mercedes-Benz, E-Citaro? Nee, BYD brauchen wir. Hier. Oh. So, anpassen. Ne, das waren nicht die hier. Das war die hier, die Alex Cafeteria. Als Innenausstattung nehmen wir das da. Und als Werbung nehmen wir Spring of Affection. Erkennt man ja kaum wieder, im Gegensatz zu vorher, wie der jetzt aussieht, der Bus hier. So. Dann kommt der hier hinein. Statt dem hier. Und der Lion City A47 ist ja, glaube ich, auch kein Elektrobus. Ne, das ist der Standardbus, genau. Dann wählen wir da nochmal nicht den Volvo, sondern den Mercedes-Benz war das.
Genau, der Easy Taro. Den brauchen wir nochmal. Holen uns auch hier die Oma-Lackierung. Die Alex-Cafeteria. Mit Spring of Affection. Und der altvaterischen Innenausstattung. So. Hauen den hier hinein. Löschen die zwei anderen Busse. Dann bekommen wir wenigstens ein bisschen wieder was zurück. Und haben die Mission dann erledigt. Sehr schön. Sehr schön. Das ist gut. So, jetzt brauchen wir trotzdem noch ein paar Busse auf der anderen Linie hier unten. Ich habe die jetzt extra noch nicht vorher eingestellt, weil wir sonst wieder Elektrobusse kaufen müssten. Theoretisch hätten wir jetzt hier auch eigentlich Elektrobusse reinbringen können, dann hätten wir uns die anderen erspart beim Umbauen. Aber macht ja nichts. Wir können ja theoretisch Erdgasbusse hier auch mal anschauen. Erdgasbusse als Gelenk. Gucken wir mal, was wir da im Angebot haben. Wir brauchen auf jeden Fall mal irgendwas mit Busladung 4. Was gibt's denn da Schönes? Den Urban Way Articulated würde es geben. Es würde den hier geben. Um 495.000, der mir ja noch am besten gefallen würde, muss ich zugeben. Weil der aussieht wie so ein typisches Airbus-Shuttle, also schon Airport-Shuttle. Das hier ist mir schon ein bisschen zu stylisch, muss ich zugeben. Aber der hier ist, glaube ich, perfekt. Die hier sehen aus wie so Stadtbusse. Ich glaube, den nehmen wir. Lion City CNG Articulated. Wir haben einen CNG-Bus, einen Erdgasbus. Das passt eigentlich ganz gut. Den holen wir uns. So. Mhm. Türchen zu. Lass aber mal Sitz richtig einstellen. Ganz nach unten. Ganz zurück. So. Und dann kann es losgehen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schauen, welchen Bus ihr hier einsetzen würdet. Aber ich finde den eigentlich ganz gut als Airport-Shuttle, muss ich zugeben. Nochmal 500.000. Also richtig billig ist der nicht. Aber wir wollen ja in der nächsten Folge sowieso die lange Linie fahren. Also von dem her bekommen wir ja natürlich durch die Zahltage sowieso wieder genügend Geld zurück. Also das ist kein Problem. Aber dann mal ein bisschen tief in die Tasche greifen. Das wird schon funktionieren. Und dann gucken wir mal. Das ist jetzt der hier. Der Lion City CNG. Und dann schauen wir mal, welche geile Lackierung wir bei dem hier haben. Da ringt jetzt in der Werkstatt anscheinend auch noch weiter. So, anpassen. Als Vollverklebung. Gibt es irgendwas Flughafenmäßiges hier? Ich glaube fast nicht. Pizmeet, Pixel Connect. Sachsen Let's Player haben wir schon. Ich glaube, da gehen wir mal von oben, lieber mal alle durch. Die Razer-Lackierung könnte man theoretisch nehmen, wobei das halt auch flughafenmäßig eigentlich relativ wenig zu tun hat. Wir haben hier die Gamescom. Was wäre das? Lootboy. Sagt mir auch nichts, muss ich zugeben. Die Call-In-Show. Das Z. Ja, ist auch ganz in Ordnung, denke ich. Sieht von den Farben her eigentlich ziemlich gut aus. Schauen wir mal, wie es da unten weitergeht. Trensa. Oder die hier? Sollen wir mal das da nehmen? Von McManus. Ach, guck mal, den kenne ich natürlich auch. Hallöchen. Die McManus-Lackierung ist auch ganz nett eigentlich. Hat zwar jetzt auch nicht unbedingt was Flughafentypisches an sich, aber macht ja nichts. Oder sowas Basices. Wie wird das denn aussehen?
Wie sieht es denn aus mit den normalen Lackierungen, mit den Standardlackierungen, die wir schon kennen? Haben wir da vielleicht irgendwas Flughafenmäßiges, obwohl mir da jetzt nichts in den Sinn kommt, muss ich zugeben. Wir könnten theoretisch den Adler nehmen. Das könnte man auch irgendwie mit Fliegen in Verbindung bringen. Wenn wir schon ganz weit ausholen. Machen wir das einfach mal. Wir nehmen einfach mal den hier. Das ist mit Fliegen noch am nächsten dran von all den Lackierungen, die wir haben, denke ich. Nehmen wir mal den hier. Mit einer geilen Werbung, die gut dazu passt. Und zwar. Würde ich sagen, Arnold Park. Das passt noch am besten. Da steht nämlich nicht hier mit dem kompletten Banner drumherum, sondern nur in der Tür. Da stört es am wenigsten. Und dann noch eine coole Innenausstattung. Da können wir ruhig mal ein bisschen was Bunteres nehmen, denke ich. Wie beispielsweise das hier. Sehr schön. So, das Ganze übernehmen. Und dann brauchen wir aber noch ein paar Busse. Wir brauchen noch ein paar Busse. Okay, wir sollten den vielleicht aber mal einsetzen, sonst bleibt der hier stehen im Weg. Auf Route 9. Genau. Und weg mit ihm. Was ist denn da eigentlich für ein Stau? Guck mal, wo die da alle stehen. Heieieiei, guck mal bis da nach hinten. Da stell dir vor, wir müssten da abbiegen. Nie im Leben würde es funktionieren. Das Gute ist, wir hätten da eh Vorrang. Außer wir kommen von der anderen Seite vielleicht, dann wäre es blöd. So, der verzieht sich. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Busladung 2. Wen nehmen wir? Haben wir vielleicht von denen hier, haben wir leider keinen. Erdgasbus oder Elektrobus. Wir könnten theoretisch den hier mitnehmen. Den S418 LI Business würde wieder 450.000 kosten, wäre aber auch wieder ein Kraftstoffbus. Das ist doof. Ich würde gerne vom Kraftstoff wegkommen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas mit einer Dreierbusladung, das ist schon mal klar. Und da bleibt uns dann eh nicht mehr viel übrig, außer den hier als Kraftstoffbus, der fällt ja schon mal weg. Der hier auf jeden Fall auch, der Sigma. Der Alexander Dennis genauso, da würde uns dann nur der BYD übrig bleiben oder der Volvo. Und ich würde sagen, als Flughafenbus nehmen wir dann lieber mal den BYD. So. Und ihr wisst ja schon ganz genau, wir fahren auf jeden Fall in der nächsten Folge mit dem Viererbus, mit den vier Busladungen. Das ist ja schon mal klar. Damit wir dort gleich die Haltestelle am Flughafen abgehen können, zweimal. So, einmal kaufen. Einmal Tür öffnen. Piep, 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 piep. So, das Ganze nochmal anpassen. Und zwar brauchen wir den BYD, und zwar diesen hier diesmal. Die Lackierung, huch, die kennen wir ja jetzt schon. Das ist die da. Und dann brauchen wir den Arnold Park. Und als Innenausstattung dieses Spacige. Oh, das gibt es ja gar nicht, dieses schöne Spacige. Na, dann nehmen wir halt das da. Das passt immer noch am besten dazu. Oder das hier. Na, bleiben wir bei dem hier. Das ist ein bisschen ruhiger. Kostenmäßig kostet eh gleich, wurscht, was wir da drin reinpfeffern. Selbst wenn wir dasselbe, was wir schon drin haben, nochmal kaufen würden, wo sie eigentlich nichts umbauen müssen, zahlen wir trotzdem 5.000 dafür. So, da la. Dann kommt der, huch, Route 9, der hier rein. So. Ach, guck mal, wir brauchen ja hier auch noch einen Bus. Hoppla, für die Hauptverkehrszeit, stimmt ja. Einen Zweierbus nämlich. Von denen wir ja eigentlich noch relativ viele im Einsatz hätten. Da könnten wir theoretisch einerseits den Lion City 12 auch nehmen. Das wäre ein normaler Kraftstoffbus. Oder wir nehmen uns den hier. Den nehmen wir uns. Oder vielleicht nicht unbedingt den hier, sondern vielleicht den hier. Den Business als Hauptverkehrszeitbus. Da sagen wir einfach, okay, für die Hauptverkehrszeit, da müssen wir irgendein Busmodell von irgendjemandem schnell herkarren, damit wir die Leute transportieren können. Da passt der sicherlich schon ganz gut rein. Der ist ein bisschen modern, aber halt eben trotzdem noch ein Überlandbus. Den setzen wir einfach nur so ein für zwischendurch. Den nehmen wir.
Und dann brauchen wir noch einen. Den wir einsetzen noch als normalen Bus. Als Vollzeitbus. Achso, warte mal. Auch hier müssen wir natürlich den Sitz erstmal anpassen. Mhm. Wie lange es jetzt schon regnet, ein Wahnsinn. Aber es klart eh schon auf, so wie es aussieht. So, 100.000, das ist eh noch ein Schnäppchen. Einmal Türchen öffnen und wir haben gleich kein Geld mehr im Konto. Na, Halleluja, das war mal schon eine teure Angelegenheit, dieses Umstellen von Elektrobussen. Also auf Elektrobusse von normalen Kraftstoffbussen, das geht dann schon irgendwie mal in die Kasse. Aber gut, wir bekommen jetzt sicherlich genügend Zahltage, da haben wir sicherlich dann wieder ganz viel Geld am Konto, wenn wir die Route fertig gefahren sind, da kannst du schon mal damit rechnen. Okay, auch hier nochmal anpassen natürlich, aber nicht den Bus, sondern den, den wir gerade geholt haben. Das ist der Setra. Und zwar der da. Einmal. Zweimal. Na, passt schon. Und du kommst als Hauptverkehrszeitbus hinein. So, der Lamm, dann brauchen wir noch einen Bus. Der normal rumfährt. Und dann nehmen wir, würde ich sagen... Sollen wir den CNG-Bus nehmen? Den Line City L könnten wir theoretisch wieder nehmen. Den haben wir eh schon mal eingesetzt. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz gut für den Flughafen und so. Da ist er schön breit, schön lang. Sitzplätze sind jetzt nicht unbedingt viele, aber die sind ja eh alle nur zu einem Zehntel gefüllt vielleicht. Ja, wir nehmen uns den. Aber den brauchen wir uns gar nicht kaufen, den haben wir uns ja, eigentlich schon mal gekauft. Da müssen wir nur hier. Da geht es ein bisschen einfacher, da sparen wir uns die Fahrt hin und her. Das ist nämlich der da. So, nochmal. Boah, 191.000 nur noch. Wir haben fast 3 Millionen vorher gehabt. Also das geht schon ordentlich in die Kasse hier. So, einmal. Zweimal. Und da brauchen wir schon eine andere Lackierung. Und zwar die hier. Guck mal, die haben wir wieder. Sehr schön. Eine andere Lackierung, einen anderen Sitzbezug. So. Dann kommt der hier noch rein und zack. Und wir haben hier auch schon die nächste Linie, die uns dann insgesamt bringen wird. Wie viel? Dabei noch 28.000, aber das wird sich bestimmt noch in nächster Zeit dann ändern. Denn in der nächsten Folge fahren wir auch schon diese Linie hier. Und zwar vom Flughafen ganz weit hinein in die Stadt nach Westfield bis hier nach Old Town und das gesamte Strecke, die gesamte Strecke natürlich auch wieder zurück bis zum Flughafen, damit wir uns dort dann das Upgrade leisten können, damit wir dort dann auf Stufe 3 sind mit dem Flughafen und dann eben die letzte und dritte Route von dort erstellen können. Das ist der Plan für die nächste und übernächste Folge dann hier bei Let's Play Bus Simulator 21 und das werden wir definitiv auch so durchführen. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier und wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Bis dahin, tschüss!